Macht hochkommt, man betreibe das Geschäft der Rechtsradikalen. Und das hat zu einer Tabuisierung geführt, die völlig falsch ist. Erstens bin ich immer dafür, die Sachen so zu benennen, wie sie sind. Und zweitens hat es, glaube ich, diese große Sarrazinblase erst erzeugt. Wären diese Dinge viel selbstverständlicher angesprochen worden, also die realen Probleme, glaube ich, hätte er diese Macht auch nicht entfalten können. Und ich hoffe, dass wir jetzt in so einer Phase kommen. Ich bin auch nicht, also abweichend, ich bin nicht der Meinung, dass so, es gibt keine Probleme. Es stimmt einfach nicht. Es gibt Probleme. Und das, was ich auch oft in meiner Zeitung lese und dann immer mich wieder ärgere, klar, es gibt da Probleme, aber sie sind eigentlich nicht wichtig. Für viele Menschen sind sie wichtig und da müssen wir sie uns auch anschauen. Also wenn wir hier alle wie selbstverständlich sagen, wir sind natürlich der Auffassung, dass wir alles inkludieren müssen und widerspiegeln müssen, was in dieser Gesellschaft ist, dann müssen wir auch ohne Ansicht der Unterschiede die Dinge benennen, die nicht gut laufen. Und das ist eine Entwicklung, die, wenn überhaupt, sehr spät eingesetzt hat. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe das gelegentlich getan. Und nur die Tatsache, dass ich selber einen nicht so germanisch klingenden Namen habe und eine Lichterkette gegen Rechtsextremismus organisiert habe, hat mich vor dem Vorwurf bewahrt, ein Faschist zu sein. Das finde ich furchtbar. Sie denn sagen, dass dieser Bild am Sonntag, Leitartikel oder Kommentar, dass man den so ein bisschen wegstecken kann? Oder ist das schon ein Seismograph, was wirklich gedacht wird, auch in einer Spitzenredaktion? Nein, ich meine, wenn ich sage, dass dieser Leitartikel natürlich furchtbar war, ist es so wahnsinnig unoriginell. Ich finde es, natürlich war der schrecklich und ich hätte ihn bei uns nicht gedruckt, aber ich finde es nicht so schlimm, dass jemand diese Meinung äußert. Weil es hat genug Reaktionen gegeben, es hat genug Abwehr gegeben. Und ich finde, das war schon manchmal so am Rande der Volksverhetzung, was er geschrieben hat. Deswegen hätte ich es auch nicht gedruckt. Aber ich finde es im Prinzip in Ordnung, wenn sehr unterschiedliche und abweichende Meinungen auch geäußert werden. Was mir ein wichtiges Anliegen ist, das kam vorhin von Dunja Hayali auch zu sagen, wir leben ja in Teilen auch in dieser politisch korrekten Welt, auch die Medien, die wir hier vertreten, stehen ja mehr oder weniger eher dafür, auch wenn es sicher auch überall Gegenbeispiele gibt. Mir ist wichtig auch, dass in der Bild-Zeitung zumindest angestoßen die Diskussion stattgefunden hat, weil sonst bewegen wir uns immer mehr in unterschiedlichen Welten, weil die Meinung, die Herr Fester geäußert hat, die wird ja auch Widerhall finden und auch auf Begeisterung stoßen. Endlich hat es jemand gesagt und es ist so. Und das Fatale ist ja dabei eben genau der Gedanke, das alles auf die Religion zu schieben und auf die zu sagen, es liegt daran, dass der Islam all diese Dinge von Ehrenmord über Gewalt, über Antisemitismus in die Bundesrepublik bringt. Und das in der Bild-Zeitung, mehr oder weniger, kann man lange darüber streiten, aber wenigstens die Diskussion aufgemacht wurde und Kai Diekmann sich geäußert hat, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil sonst driftet das immer weiter in den einzelnen Medienwelten auseinander. Dann haben wir auch ein Problem. Wir haben zum Beispiel, wir kriegen ja auch solche Hassbriefe. Ja? Wir haben also von so Leuten, die sagen, also das, was sie manchmal auch zu einer Performance dann umwandeln, Hate Poetry daraus machen. Wir haben uns neulich mal die Mühe gemacht und haben die Verfasser dieser Briefe aufgesucht, also erstmal versucht zu identifizieren, dann gefragt, ob sie mit uns reden wollen und dann einige von denen tatsächlich aufgesucht. Das war unglaublich aufschlussreich. Unglaublich aufschlussreich, was das für Typen sind. Es sind gar nicht irgendwelche NPD-Fanatiker oder was Schlimmeres noch, sondern es sind ziemlich normale Leute, auch zum Teil mit akademischen Berufen. Und zu gucken, was bringt die dazu, das zu schreiben, ist für jeden, auch für die Leute, die da hingegangen sind, wirklich ein erhellendes Erlebnis. Ganz kurz, weil ich das sehr interessant finde, sind das dann zum Teil eher ältere Menschen gewesen? Einer der schlimmsten war ein noch, also gemessen jetzt an meinem Alter, noch relativ junger Mann, ein Schwuler aus Berlin, der sich wahnsinnig darüber aufregt, dass ihn Türken wegen seines Schwulseins hänseln, diskriminieren, dass er Angst hat, wenn er nach Hause kommt, wenn er an bestimmten Jugendgruppen da vorbeigeht. Und der es einfach unglaublich findet, dass dagegen niemand sich wehrt und er mit seiner Angst alleine ist. Also völlig
anders als das Klischee.